Heute geht es darum, wie ihr Node Modules richtig auswählt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, wie ihr Node-Modules richtig auswählt. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und bezieht sich mehr auf so Metadaten. Was heißt, ihr könnt das nicht nur auf Node-Modules anwenden, sondern auch auf Packages und von jeder anderen Sprache die jeweiligen Packet-Manager. Das Ganze bezieht sich also komplett auf Metadaten und deswegen ist es technisch auch nicht wirklich schwer. Und damit werden wir auch gleich beginnen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer findet ihr das oben in der Videobeschreibung im Discord. Dort könnt ihr Fragen stellen, Fragen beantworten, der Community join, Hallo sagen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, der erste Punkt, den ihr euch stellen müsst oder immer stellen solltet, wenn ihr ein Node-Module sucht, ist quasi, gibt es das überhaupt und lohnt es sich, das zu nutzen? Das heißt, dauert es einfach wirklich so lange, das selbst zu bauen, dass es lohnt, einen externen Code zu nutzen oder kann ich es auch einfach schnell selbst bauen? Das beste Beispiel hierfür ist ein Node-Module, das ich vor einigen Wochen vorgestellt habe. Ein Node-Module, was im Prinzip dafür sorgt, dass ihr Wörter aus Texten rausfiltern könnt. Das könnt ihr auch relativ schnell selbst bauen. Würde ich es selbst bauen in einem großen Projekt wie Discord oder so? Auf jeden Fall. Hundertprozentig würde ich kein externes Module nutzen. Wenn ich aber kurz, schnell ein Proof of Concept für irgendwas machen muss, zum Beispiel, hey, können wir mit JavaScript Wörtern aus Texten filtern? Zack, ja, geht. Hier, Node-Module kann das, können wir also ohne Probleme machen. Dafür ist es dann wiederum super. Was heißt, wenn ihr kurz einen High-Fidelity-Prototype baut oder wenn ihr schnell einfach ein Proof of Concept für eure Idee haben wollt, ist so die Nutzung von Node-Modules relativ einfach. Egal, ob die lange unterstützt werden oder welche für negativen Faktoren es noch gibt. Aber überlegt euch, lohnt es oder lohnt der Aufwand sich, einfach ein fertiges Node-Module zu nutzen oder lohnt es sich, das selbst zu bauen? Müsst ihr das Tool, was ihr baut, lange unterstützen, dann lohnt es sich meistens nicht auf externe Modules zurückzugreifen, weil ihr Abhängigkeiten, Dependencies habt, sondern das Ganze selbst zu bauen. Wenn ihr nur schnell was fertig machen wollt, was einfach nicht wirklich lange lebt, wahrscheinlich sowieso, oder einfach ein privates Projekt ist, dann macht es nicht selbst. Dann lohnt es sich häufig auch einfach ein Node-Modul zu importieren und zu nutzen. Aber das hängt immer von eurer jeweiligen Situation ab. Und ihr solltet euch einfach Gedanken machen, auf der einen Waagschale Geschwindigkeit, fertiges Node-Modul nutzen oder auf der anderen Seite einfach selbst bauen und dafür mehr Freiheiten haben und keine Abhängigkeiten. Das sind einfach die beiden Punkte, die ihr abwägen müsst, ob ihr entscheidet, ein Node-Modul zu nutzen oder nicht. So, der nächste Punkt ist, wer steht dahinter? Was heißt, überlegt euch, guckt euch an in den Git-Repositories, wer dahinter steht. Ist es wie bei React und Angular, Google und Facebook? Sind es zwei riesengroße multinationale IT-Konzerne, die mehr als genug Manpower haben, die Frameworks auch über Jahrzehnte zu pflegen, wenn sie das wollen? Und das auch nicht von heute droppen. Das heißt, Facebook und Google werden nicht von heute auf morgen kommen und sagen, hey, wir unterstützen jetzt Angular und React nicht mehr, sondern wir gehen jetzt von heute auf morgen auf ein anderes Tool. Wie bei Google ist passiert, man geht weg von AngularJS und baut ein neues, aber bis heute gibt es AngularJS, es gibt immer noch die Community, es wird immer noch von Google sporadisch mit Sicherheitsupdates versorgt, aber das wird jetzt, glaube ich, auch komplett oder wurde komplett eingestellt. Und auch Facebook wird nicht von heute auf morgen React droppen, sondern wird das über Jahre so einen Switch machen, weil auch die können nicht einfach von heute auf morgen von ihren Frameworks, von ihren Node-Modules weggehen. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für Lottie bei Airbnb. Das ist ein Animationstool, was mega geil ist. Und bis heute könnte ich oder würde ich meine Hand ins Feuer legen dafür, dass ich dieses Tool nicht nachbauen könnte, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, die es braucht, wenn ich das einfach nutzen möchte. Und das ist einfach der Punkt, dass ihr demjenigen oder der Firma, die dahinter steht, vertraut, soweit, dass ihr den Code nutzt und quasi eure Fähigkeiten zurückstellt und sagt, hey, das, was die da machen, das ist so gut und das ist so umfangreich, wenn ich das nachbauen würde, würde ich da Jahre für brauchen und da müsst ihr einfach hin oder da diese Überlegung müsst ihr anstellen. Gleichermaßen gibt es auch irgendwie Node-Modules, die einen riesen Spike haben und dann einfach in den Abyss der Bedenkenlosigkeit verfallen, weil dort nichts mehr gepflegt wird. Das hat irgendein Entwickler mal in seiner Freizeit gebaut, aber der hat keine Zeit, warum auch immer, das weiter zu pflegen. Und wenn ihr dann so ein Node-Modul in eurem Code habt und das nicht einfach so updaten könnt, nicht einfach darauf verzichten könnt, dann ist es ein Riesenproblem für euch, vor allem wenn es eine kommerzielle Software ist. So, das nächste ist, gibt es eine Community? Was heißt, guckt euch an auf GitHub, wie viele Stars wurden gegeben, wie viele Leute haben sich das geforkt, wie viele Contributor gibt es, wie viele Fragen werden gestellt, wie viele Fragen werden beantwortet im Issue-Tab. Guckt euch an, ob es auf YouTube Videos gibt, guckt euch einfach die Google-Suchbeiträge an, ob es da Stack Overflow gibt, gibt es dazu Blogbeiträge, gibt es vielleicht andere große Quellen, die darauf verweisen. Was heißt, guckt euch einfach an, wie groß ist die Community, die damit agiert.
Zum Beispiel die drei großen Frameworks Google, Angular, React, das sind auch nichts weiter als jede Menge Node-Modules. Und wenn ihr da wiederum in die großen Dependencies geht, also mal als Beispiel bei Angular, das Nginx Translate-Module, da gibt es eine riesen Community. Es gibt jede Menge Videos, die zeigen, wie es funktioniert. Es gibt Blogbeiträge, wie es funktioniert. Es gibt jede Menge Stack Overflow-Tickets mit irgendwelchen Bugs und damit auch Bugfixes. Und das ist einfach wichtig. Was heißt, guckt euch an, wie groß das Ganze gepflegt wird und wie groß die Community ist. Weil auch wenn eine Firma beispielsweise jetzt wie Facebook beschließt, React wegzuschmeißen, dann gibt es wahrscheinlich eine riesengroße Community, die sagt, hey, wir machen das einfach in der Freetime weiter. Das wird so schnell nicht sterben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Was heißt, wenn irgendwie 100.000 Menschen mit eurem Node-Modul arbeiten, dann hängt das auch in dementsprechend vielen Projekten und dementsprechend viele Leute haben Interesse daran, dass es weitergeht und spenden vielleicht, dass die Entwickler da Vollzeit dran arbeiten können oder sowas in der Richtung. Das heißt, überlegt euch einfach, wie groß ist die Community, umso größer, umso besser und was vielleicht groß genug ist für euer Verwendungszweck ist natürlich euch überlassen. Es gibt natürlich kleine Nischen-Modules, wo vielleicht 100 Contributor schon riesig viel sind für ein großes JavaScript-Framework, die mit Angular, React, Vue und so weiter konkurrieren, sind irgendwie 50 Contributor vielleicht nicht so die Menge. Der nächste Punkt ist, wie schnell werden Bugs gefixt oder Fragen beantwortet. Und das findet ihr ziemlich einfach heraus, indem ihr in GitHub auf den Issue-Tab geht und dort mal guckt, okay, von wann ist eigentlich das letzte Issue, wann wurde die letzte Antwort geschrieben, wie schnell kommen die Antworten so im Durchschnitt, wie schnell werden da Bugfixes gemacht. Das dazu am besten einfach mal auf die Closed Issues gehen und dort gucken, ey, okay, die Bugfixes kamen teilweise wirklich innerhalb von Stunden oder Tagen. Das ist ziemlich gut. Und so könnt ihr einfach überlegen, wie schnell dort auch Feedback kommt, wie schnell eure Fragen beantwortet werden oder gegebenenfalls Bugfixes kommen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ihr auf jeden Fall beachten sollt. Das heißt, guckt euch einfach mal den GitHub-Issue-Verlauf an von dem Node-Modul, was ihr nutzen möchtet. So, der nächste Punkt ist, wie alt ist eigentlich die letzte Version? Was heißt, wie viele Versionen gibt es allgemein? Wurde es einmal irgendwann vor 5 Jahren deployed und seitdem nicht mehr angefasst? Dann solltet ihr wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich die Finger von diesem Node-Modul lassen. Kommen da irgendwie jedes Quartal regelmäßig Updates? Kommen regelmäßig Hotfixes, Bugfixes, also kleine Minor-Releases? Dann ist das sehr, sehr gut. Dann habt ihr eine stabile Base, die wahrscheinlich auch in Zukunft so weiterlaufen wird. Vor allem, wenn eine große Community dahinter hängt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass sehr schnell Updates kommen. Und ein wichtiger Punkt hier ist auch, wenn ihr das in einem großen Projekt nutzt, wie mit React, wie mit Angular oder so etwas, dann überlegt einfach, wie schnell kamen die Updates zu dem Node-Modul nach einem Update von beispielsweise Angular auf eine neue Version. Auch hier Nginx Translate, also das Translate-Node-Modul von Angular, das kommt sehr, sehr schnell. Das kommt teilweise schon gleichzeitig mit dem eigentlichen Release, weil das in der Beta-Phase des eigentlichen Angular, der neuen Angular-Version, schon weiterentwickelt wird. Wenn ihr aber ein Node-Modul habt, was vielleicht erst ein halbes Jahr nach der neuen Version die neue Version unterstützt, dann habt ihr ein Problem, wenn ihr in einem produktiven, großen Umfeld seid, weil ihr einfach Abhängigkeiten habt von einem Node-Modul, was echt veraltet ist in dem Moment. Und da solltet ihr gucken, wie schnell kommen Releases, wie schnell kommen Sicherheitsfixes und wie schnell werden neue Versionen unterstützt. Das sind einfach Punkte, wo ihr im Vorfeld gucken müsst, wo ihr euch einfach mal Gedanken drüber machen müsst. Und ja, da muss man einfach selbst abwägen, ob man dieses Risiko eingeht oder eben nicht, wenn es gut unterstützt wird. Der nächste Punkt ist, wie gut ist die Dokumentation? Was heißt, finde ich auf der GitHub-Seite, auf der Node-Module-Seite jede Menge coole Infos, Tools, kriege ich eine Komplettanleitung von allen Funktionalitäten? Gibt es vielleicht eine externe Doku, wie beispielsweise bei Chart.js, die einfach super gut geschrieben ist, wo ihr euch sicher sein könnt, da findet ihr jede Frage oder jede Frage zur Nutzung dieses Node-Modules sehr umfangreich und sehr ausführlich beantwortet mit Beispielen, mit Code-Beispielen und das Ganze ist super. Wenn ihr allerdings auf der anderen Seite ein Node-Modul habt, wo irgendwie ein Dreizeiler steht, so installiert ihr es, das war's, dann ist vielleicht die Frage, ist das entweder so simpel, dass es nicht mehr braucht, dann ist die Frage, lohnt es sich das wirklich zu nutzen, vom ersten Punkt dieses Videos, aber wenn es einfach nur wenig Anleitung dazu gibt, ist es vielleicht nicht so gut. Aber gleichzeitig könnt ihr dort auch gucken, gibt es beispielsweise Tutorials auf YouTube? Gibt es Blogbeiträge, die das erklären, die euch zeigen, wie ihr dieses Node-Modul nutzt, wenn es einfach große, umfangreiche Projekte sind, wie Chart.js zum Beispiel? Dann könnt ihr euch sicher sein, okay, das Ganze ist ziemlich gut, das kann ich nutzen, darauf kann ich zurückgreifen und das kann ich auch in meinem Code verlinken, weil, ein kleiner Tipp beiseite, wenn ihr ein Node-Modul nutzt in einer großen Umgebung und ihr wisst, es gibt noch andere Entwickler, die auch mit diesem Code arbeiten müssten in Zukunft vielleicht, dann schreibt einfach bei jeder Verwendung eines externen Modules in eurem Code ein kleines Kommentar mit dem Link zur entsprechenden Doku. Beispielsweise, wenn ihr Chart.js einbindet, dann schreibt einfach darüber, okay, das ist Chart.js, hier findet ihr, warum das so geschrieben ist, wie es da steht.
Weil sonst kommt vielleicht ein Entwickler und denkt sich, hä, das sieht doch irgendwie komisch aus, warum macht ihr das so? Und überlegt dann erstmal, bis er dann irgendwie vielleicht sieht durch Zufall, hey, das ist ein extended Module. Das heißt, schreibt da einfach einen Kommentar zu, lohnt sich, ist ein kleiner Tipp beiseite, aber wir gucken uns jetzt noch den letzten Punkt an. Und der letzte Punkt ist, könnt ihr das Ganze überhaupt so anpassen, wie ihr das für richtig haltet? Auch hier nehme ich jetzt mal Chart.js als Beispiel. Ihr wollt eine einfache Statistik machen, dann ist Chart.js wahrscheinlich die beste Idee, wenn ihr damit zufrieden seid. Hey, ich möchte nur eben die Farben ändern, ich möchte vielleicht Label anzeigen oder nicht, aber wie die aussehen, ist mir eigentlich egal. Und funktioniert das, dann ist Chart.js the way to go. Das heißt, ihr könnt mit sehr wenig Aufwand dort euer Projekt umsetzen, euer Problem, eure Problemstellung lösen. Wenn ihr aber hingeht und sagt, hey, ich möchte jetzt gerne Chart.js nutzen, aber ich möchte das gerne so aussehen lassen wie dieses Mockup von meinem UI-Designer und ich sehe in der Doku, das wird nicht so einfach, dann überlegt, ob ihr es wirklich nutzen wollt. Das heißt, guckt euch an, ob ihr mit den möglichen Customize-Fähigkeiten, die euch dieses Node-Module bietet, zufrieden seid oder nicht. Was heißt, wenn ihr damit nicht zufrieden seid, wenn ihr nicht dort in der Dokumentation schon findet, hey, okay, ich kann alles so anpassen, wie ich mir das vorstelle, dann lasst die Finger davon. In den meisten Fällen lohnt es sich nicht, ein Node-Module umzustylen oder umzuschreiben oder mit riesig vielen Hacks damit zu arbeiten, weil das ist das Schlimmste, was es gibt, weil in dem Moment, wenn jemand ein Update macht von diesem Node-Module und diesen Code gegebenenfalls überschreibt oder eure Hacks überschreibt, dann ist das ganze Ding nicht mehr zu nutzen und das wäre fatal. Das heißt, guckt euch im Vorfeld an, was habe ich für Customize-Möglichkeiten und reicht mir das? Und wenn das der Fall ist, könnt ihr es nutzen, ansonsten würde ich die Finger vom jeweiligen Node-Module lassen. So, das war's schon wieder für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, wie immer, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Discord, Facebook, Instagram, sagt hallo, stellt eure Fragen. Ansonsten könnt ihr dort auch den Channel unterstützen. Ihr findet nämlich dort auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.